So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Riftbreaker. Gleich kommt ein Angriff in eine Minute. Da haben wir ja letztes Mal aufgehört mit dieser Folge. Und ja, mal gucken, ob wir den Heil überstehen können. Genau, was ich ja vorhatte. Ich guck mich mal kurz da um. Ach, da kommt auch einer. Der ist da oben. Oh. Okay, Energie reicht ja nicht so wirklich. Sehe ich gerade. Die erweitern wir mal. Dann gucken wir mal, dass wir wenigstens hier noch vielleicht eine Windkraftanlage bauen. Der dem noch ein bisschen entgegenkommt. Ach guck mal, der kann schon wieder weg. Das ist ein Energieproblem weniger. Direkt auch erweitern. Carbonium deposit depleted. Danger. Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Sie wird ja nicht erweitert. Okay. Ah, weil ich im Weg war. Okay. Das erklärt so einiges. Ach krass, die kommen jetzt sogar auch zielstrebig hier drauf zu. Oha, da kommen die jetzt auch noch mit. Oh, die kommen alle hier hin. Nee, das wollte ich gar nicht. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. New blueprints are available for crafting. Base is under attack. Oha. Was ist das für eine grüne Suppe? Ja, hier oben fehlt es an Reparatur, sehe ich gerade. Aber naja. Hat ja trotzdem. Oder wir haben es ja trotzdem halt überstehen. Überstanden. Ah, ich denke mal, die Energie reicht auch. So, ich wollte ja ein bisschen mal scannen hier. Moment. Ich wollte nicht. Ja, scannen wollte ich auch. Aber. Was ich auch machen wollte, ist die Basis abzugraden. Beziehungsweise, was braucht die denn eigentlich, um upgraded zu werden? Baubegrenzung 1. Oh, 10.000. Wir haben gar nicht mal so viel Speicher, dass wir so viel haben können. Ah, Mann. Ja, dann müssen wir uns erstmal um die ganzen Vorräte kümmern, so wie Carbonium und so und Co. Müssen wir noch geupgradet werden hier. Heißt, wir scannen jetzt erstmal. Lass mal gucken, was. Warning! I'm detecting intense seismic activity. A strong earthquake is coming. Ja, wo bist du? Ah, was haben wir hier entdeckt? It's an earthquake. It's going to seriously damage all buildings near its epicenter. Ist da das Erdbeben? Okay. Was haben wir denn hier entdeckt? Na, mal gucken, was wir hier so entdeckt haben. Oha. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Na, hier haben wir auch ganz schön viel Carbonium.
Ah, Uranium. Ironium. Nee, die kann ich gar nicht scannen. Von der Sonne. The earthquake is at an end. Ach, seismic activity is decreasing. Na, komm her. Ja, hier haben wir auch noch viele Geysire. Ist noch irgendwas, das wir entdecken können? Ja, nur unten? Okay. Na, wo bist du? Da, was haben wir hier Schönes? Okay. Achso, Arsenid. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt gar nichts mehr. Doch, Energiespeicher haben wir noch. Plasmawerfer, Flüssigkeitsspeicher 3. Den machen wir jetzt auch mal mit. Seltene Mine für Rohstoffe. Erweitern wir mal die ganze Sache. So, den haben wir. Den werden wir auch noch machen. So, dann sind wir erstmal für eine halbe Stunde beschäftigt. Na komm, wo bist du? Oh Mann, ganz viel Carbonium. Aber ist auch alles auf Max. Was habe ich denn hier in Rift? Ich will nichts von dir, du willst nichts von mir, alles ist gut. Ach, guck mal, wenn wir hier schon... Wenn wir doch schon hier Carbonium haben, dann können wir das doch mal mitnutzen, wie man so sagen. So. Da. Da die Position, da und da. Dann brauchen wir noch Energieknoten. Dann erweitern wir das nochmal ein bisschen zumindest. So. So nochmal. Das heißt, die packen wir mal weg. So, habt noch upgraden die ganze Schose. So, und dann kriegen wir doch erstmal direkt wieder mehr Carbonium. Steel storage is full. Build more storage facilities. Carbonium deposit depleted. So, ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt. Aber ich will mal die hier noch mitnutzen. Zur Not bringen wir die einfach noch mit da dran. Biokraft. Gas. Thermomatsch. Bringt auf jeden Fall Energie. Ah, ich muss mal kurz überlegen. Gucken. Einmal kurz die alte Basis noch anschauen. Ich weiß nämlich. So. Wie das nochmal war, dann bräuchten wir. Achso, nee, die Wasserfilteranlage brauchen wir gar nicht.
Zumindest nicht da oben. Okay. So, dann bräuchten wir eigentlich nur die Energieknoten dahin packen. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Müssen wir eigentlich jetzt mehr hier mehr Energie haben? Ja, haben wir auch. Ah, dafür brauche ich Titanium. Ah, dafür brauchen wir Titanium, okay. Guck mal, so viel Kobalt ist hier auch nicht mehr. Ja, ich gucke mal erstmal, dass wir das Lager ein bisschen aufstocken können. Feststoffspeicher, ja. Ups. Okay, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Oder Feststoffspeicher, ne? Ja. Na, reparieren wir alles hier noch, was nicht. Was nicht einfach in der Reichweite des Reparaturturms war. Wir können eigentlich auch mal hier einfach mal so ein Lager. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Wir bauen mal hier einfach mal ein Lager für die ganzen Feststoffe auf. Ja, ist ja gut, hier schon aus dem Weg. Oh, I'm detecting a decrease in wind speed. This may affect our wind turbines. Okay. Mehr Windenergie ist immer gut. So, dann auf The wind is very slow today. Wind turbine efficiency is not going to be that great. Das wäre ein Speicher jetzt erheblich erhöht. Hat zwar sehr viel gekostet, aber das war es mir wert, würde ich mal so sagen. Was ist hier? Ach guck mal, den können wir wieder loswerden. Den können wir mal upgraden. Wir müssen auch mal gucken, dass wir ein wenig mal in neuen Gefilden kommen. So, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Gar nicht, vielleicht können wir noch mal. Ach komm, was soll's. Können wir da auch noch mal einen Turm hin. Lieber mal so die Waffen ausrüsten. Wind is picking up again. Oh. Mein Gott. Na komm. Haben wir denn hier noch?
Ach, ganz viel Iranium, okay. Technology has been developed. New buildings are available for construction. Ach, guck mal, da haben wir noch ein bisschen DNA. Ja, ein bisschen scannen, warum auch nicht. Aber warum? Moment. Ach so. Ich weiß warum. Die haben keine Energie, weil der Reparaturturm jetzt im Weg ist. Ah, guck mal. Na, guck mal, wenn wir schon dabei sind, dann kann. Mein Gott. So, dann kann der auch weg. Stromfester brauche ich hier nicht. So, mal wieder dahin zurück. So, was haben wir denn hier noch? Oh, hier sind noch ein paar Viecher. Na komm, wo bist du? Ach, das ist der Rand der Karte, okay. Schönes jetzt. Okay, Iranium. Warum nicht? Hatte zwar jetzt ein bisschen auf mehr Kobalt gehofft, aber naja. Ah, hier ist noch was. Na, wo bist du, du Quelle? Ah, da. Ah. Ja, okay, ein Schrot. Unten? Aber unten ist doch gar nichts mehr. Oder wir kommen da noch woanders hin. Hm. Das könnte natürlich sein. Ah, es wird wieder Tag. Nee, nervigen Viecher, geh mir von der Sonne. So. Ach, Iranium. Konnten wir mal weiter die. Nee, das wollte ich nicht. Iron deposit depleted. Komischen Bomben-Viecher von mir. So, ein bisschen DNA. Na, oh, ich häng den Bullen fest. So, dann können wir weiter die Gegend. Oha. Wow! Was bist du denn? Warning! An aggressive horde is amassing near our base. Prepare to defend our base. Ah, die Unsichtbare sind hier auch noch dazwischen. Oh.
Oha, die kommen von hier. Das heißt, die greifen die Basis wahrscheinlich an. Ja, die werden auf jeden Fall die kleine Basis angreifen. Oh Mann. Was haben wir hier Schönes? Na, komm schon. Komisches Schlammmonster. Das brauche ich hier nicht. Ja, nicht alle Viecher sind hier feindlich gesonnen. New technology has been developed. New buildings are available for construction. Danger! An aggressive horde has entered the area. It is less than a minute away. Genau das wollte ich eigentlich auch noch machen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich wollte ja zumindest um eine Reihe die Mauer erweitern noch. Na, komm schon. Ach, dann halt so. Base is under attack. One of our buildings has been destroyed. An energy connector has been destroyed. Alter, was ist denn hier los? Yo, sind das viele? Base is under attack. Ja, kann ich auch verstehen, warum. Das waren einige. Hui. Ja, die haben mein Gesicht kaputt gemacht. Tja, da haben sie mein Gesicht kaputt gemacht. Ah, die haben echt viel kaputt gemacht. Oh mein Gott. Da waren aber auch ganz schön viele, muss ich sagen. Carbonium deposit depleted. So. Dann müssen wir aber trotzdem wieder aufbauen. Nützt ja nichts. So, da auch. Gut, wählen wir auch mal ab. Wobei das lohnt sich, glaube ich, gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil der ist hier auch, dem Ende nah. Oder der ist schon dem Ende nah. Robert haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Ja komm, hier können, den können wir nochmal aufbauen hier. Detected a small piece of comet entering the atmosphere close to our position. It is highly probable that it will land close to our base.
Ach ja, da war ja was. Wir müssen, ich wollte ja auch noch mal gucken. We've calculated the comet's possible impact location. It's flying right above us. We have to investigate it as soon as it hits the ground. Mal gucken, was das jetzt hier ist. Wow. Iron deposit depleted. Das haben sie jetzt gar nicht gemocht. Ja, kommt mal her. It's hit the ground. Let's head there quickly and see what we can learn. Türme regeln. Jetzt war ich mal ein bisschen feige. Aber wo sind die jetzt alle hergekommen? Ich muss wieder von vorne anfangen. Oh, ganz viel Kobalt. Na, haut ab. Wie die auch zerpläschen. Ein Asteroid runtergekommen. Verfolgt er mich noch? Ich glaube, ich sollte dann nicht mal zur Basis zurückgehen. Oh! Auch gut, ne? Gegen normalen Waffen ist der erstmal immun, ja, gut zu wissen. So, der ist auch irgendwie nicht dem Ende nah. Oder der ist schon, wie ich sagte, der ist es schon eigentlich. Was haben wir denn hier? Haben wir auch noch eine Uraniumquelle, die ist auch nicht mehr. Carbonium deposit depleted. Einzige Schöne daran ist, weniger Energiekosten, ne? Aber naja, ist ja doof, dass die Quellen ein wenig dem zur Neige gehen. Also wir brauchen echt viele neue Quellen. Ich glaube, ich werde die erschließen, weil die sehr nah aneinander sind. Und ich hoffe, dass die Basis dann auch hält. Wir gehen noch mal hin. Dann bauen wir hier mal einen zweiten Außenposten dann hin. Oh. Nö. Ich benutze nicht zu viele Tasten, aber okay. Weil da haben wir nicht viel, ne? Da haben wir gerade mal 4000. Da 7000. Ja, und hier haben wir... Hier haben wir 24.000. Nee, ich wollte schon weiter scannen. Okay, hier haben wir nur ein Geysir. Ja gut, da unten ist irgendwas noch. Carbonium deposit depleted. Ja komm, dann bauen wir hier mal einen Posten noch hin. Keine Ahnung, ob jetzt von hier unten auch noch welche kommen. Moment, dann machen wir das Tor anders. Dann machen wir den dahin. Die werde ich nicht mit in die Basis integrieren, also in den Vorposten, aber die werde ich trotzdem mit abbauen. So.
Na komm, ich wollte dich anders bauen. Na komm. So. Na. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. So, dann bauen wir da vorhin, bauen wir hier einen hin. Ja gut, da muss keiner hin. Ja, hier machen wir das nochmal ein bisschen anders, das gefällt mir nicht. Da können wir eigentlich auch so machen. Und dann können wir den hier wegpacken. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Energiequelle anzapfen können. Ach, Energiequelle, sage ich schon, die Rohstoffquelle. So, fangen wir erstmal mit Uranium an. Wie können wir die denn gut setzen, dass alles bestmöglich abgebaut wird? So, so, so. Das wäre das. Dann die Quelle hier. So, so, so und so. Okay. Oh, jetzt erstmal Wind. Also in der generellen Energie. Okay, du musst wieder weg. So, hier Energie. Da, da und da. Iron deposit depleted. Knoten müssen noch dahin. So, erweitern, erweitern. Alles erstmal erweitern. Vielleicht auch einen Energiespeicher. Man weiß ja nie. Oder mehrere. I'm detecting seismic activity near our position. Okay. Fragt sich nur, welche Position jetzt? Den machen wir auch mal hier hin. It seems like the earthquake has uncovered something interesting. Da oben ist mir das egal. Let's investigate. Hey, Mr. Riggs, we're lucky today. It's a new resource deposit. Okay. Ja, warum nicht? Genau, den wollte ich mir noch mit anzapfen. Sind ja nur zwei Punkte. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Oh, keine Forschung ausgewählt. Das ist doof. Moment, das ist ja. Energiespeicher haben wir jetzt. Mehr Flüssigkeitsspeicher. Der ist erweitert und Kurzstrecken auch gut. Carboniumkraftwerk, den habe ich eigentlich bis jetzt nie genutzt. Will ich auch gar nicht. Den will ich auch nicht nutzen. Wisst ihr was? Wir brauchen eigentlich mehr Waffen. Kleines Maschinengewehr. Schwert. Plasmakanone. Jetzt machen wir eine reine Waffen-, also Roboter-Erforschung. So. Kannst du mal auch erweitern. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Stellt er sich einfach da hin und dann tschüss. Ja, ist okay. Ich lasse den jetzt einfach mal da. So, wie sieht's hier aus? Ach,
Boah. Eigentlich können wir das jetzt hier aufgeben. Glaube ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil, das steht jetzt eigentlich umsonst hier. Na komm, wisst ihr was, dann machen wir jetzt auch. So, da können wir anders verwenden. So, alles verkauft hier. So, da wir jetzt eh nur dieses kleine Fleckchen haben hier, können wir das anders machen. Our base is low on power. Ja, ist ja gut. Ändern wir gleich. So, Energiespeicher kommt auch noch hier hin. Ja, so viele Türen bekommen wir jetzt auch nicht. Build more storage nicht mehr hier hin. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. So, dann bauen wir nochmal hier die Verteidigung wieder auf. So, vielleicht nochmal Windkraftanlagen hier hin. Zwei Stück. Oh, nee, du bist erweitert, du bist erweitert. So, aber wenn wir jetzt schon dabei sind. So, du kannst weg. Da habe ich auch gesehen, dass da ein Fleck weg kann. Und zwar der. Dann machen wir das jetzt so. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und wir grainen den jetzt ab. Headquarters upgrade in progress. This will attract a lot of attention. We have some time before the attack. Let's strengthen our defenses. Mhm. Carbonium deposit depleted. Kommen wohl alle von oben. Ja, bin ich mal gespannt, ob das reicht. An Verteidigung, was ich hier habe. Aber wir können auch noch eigentlich hier ein paar Türme hinsetzen. Die brauchen noch Strom natürlich. Auch noch ein paar Raketentürme. Vielleicht auch einmal Artillerie. So, ein paar Raketentürme noch hier hin. Ich weiß nicht, ob die Energie. Okay. Das ist jetzt doof. Das ist ja gegen alles immun. Auch resistent. Ach doch nicht. Okay, das ist new technology has beamed my sensors are picking up multiple groups of hostile creatures approaching our base. Okay, we're ready for them. Nicht ganz. Ja, jetzt müssen wir das hier wieder erstmal erweitern. So. Was? Um...
Gut, dahin wieder zurück. Ah, Mist, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ja, bis jetzt sieht das ja gut aus. Sieht das da oben aus? Mal gucken. Base is under attack. Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß Bescheid. Ah, hier sieht auch noch gut aus. Ja, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht kümmern. Ah, Mann, ich wollte schon wieder die falsche Taste gedrückt. Immer drücke ich die falsche Taste. There is a breach in our walls. Not enough ammunition to operate defensive towers. Oh oh. Oh 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 oh. Da habe ich jetzt was entdeckt, was mir nicht so gut gefällt. Boah, ist hier eine Masse. Warte, falsch. Da, Mann. So. Falsch. Nee, richtiger. Nee. Our towers are out of ammo. Komm mal ein paar dahin. Buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. So, dann müssen wir erstmal wieder hier nutzen. All die guten Rohstoffe. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. So, hier gibt es ja auch noch sehr viele Ressourcen, die nehmen wir auch mal mit. Carbonium deposit depleted. Oh. Sorry, Leute. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte... Genau. Wir können jetzt, glaube ich, mehr Gebäude bauen. Genau. Kommunikation. Arsenal. Wenn wir jetzt schon mehr einen weiterbauen können, dann machen wir das doch mal. Wieso haben wir denn so viel Minus-Energie auf einmal? Ach, ich habe eine Vermutung. Ach so. Ja, geil. Ja, auch schön. Haben sie Energie einfach den Energiepunkt gekappt? Durch irgendeinen Bau. Ich weiß zwar nicht welcher, aber durch irgendeinen Bau ist die Energieversorgung gekappt. So. Ah, jetzt geht's hier wieder hoch. So, Moment. Was war denn noch zum Bauen? Wir konnten noch Arsenal erweitern. Wo habe ich die eigentlich? Wo ist das? Nee. Da ist er. Aber davon habe ich nur einen gehabt bis jetzt. Na komm, bauen wir den einfach direkt daneben. So, ein kleines Maschinengewehr können wir bauen. Das machen wir doch mal. Crafting completed. So, was haben wir noch? Schwert. Fortgeschritten. Oh, hier können wir auch basteln. Crafting completed. Inventar. Den werden wir auch. Werden wir auch mal direkt benutzen. Wo haben wir den denn jetzt? Wo ist denn jetzt da? Ausrüsten. Ach, guck mal, der hat einen Slot noch. Trefferpunkte pro Aktivität. Reichweite. Ja, Reichweite finde ich gut. Oder sagt er, hat jetzt. Ja, okay. Sagt jetzt nicht, dass es nicht geht. Genau, anstatt Blaster nehmen wir jetzt das Maschinengewehr. Boah, der sagt dann Nahkampf.
Schwerwaffe, Energieschwert. Wo ist denn das wo ist denn der Blaster? Da. Blaster kostet Strom. So. Durchbohrungseffektive Zielverfolgungsprojekte, Trefferpunkte pro Aktivierung. Streuung, minus 27. Ach komm, den machen wir. Mir geht es. So, wie sieht das denn aus? Nee, ich wollte ich gar nicht. Ah, schön. Das sieht jetzt schön aus. Ach, guck mal, da fällt mir ein. Bevor ich die Folge jetzt beende. Ach so, nee, da brauchen wir bestimmt Titanium für, oder? Guck mal. Können wir erweitern, So, dafür gehen wir nochmal hin. Denn irgendwas ist hier auch. So, du kannst weg. So. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch mal einen schönen Tag. Und... It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Och nö. Nicht Regen. Ja. Beim Regen sehen wir uns wieder. Bis dahin, jetzt tschüss. This rain is harmless to our base, but it decreases solar panel efficiency until it stops.